Hallo, mein Name ist Gumero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom FIFA 17 Karrieremodus mit dem BVB. Heute im DFB-Pokal zu Hause gegen Hannover 96. Wir gucken uns das Team an, mit dem wir heute spielen werden. Jalanoglu wird leider ausfallen, ist immer noch nicht fit, hat sich leider verletzt. Dafür ja, müssen wir Ersatz finden. Wir gucken mal ganz kurz durch, wer denn sich für den Ersatz von Jalanoglu ereignet. Ich denke mal, Castro kann heute auf jeden Fall mal spielen. Mal gucken, wie Castro heute spielen wird. Und das ist grundsätzlich unser Team. Christensen, ich denke mal, den können wir jetzt auch mal kurz rausnehmen. Ich weiß nicht, ist Mustafi ist immer noch nicht fit. Ja, sieht gerade ein bisschen schlecht aus mit unseren Innenverteidigern. Eventuell, nee, komm, wir lassen das einfach so. Christensen, der wird das schon packen. Der wird schon gut spielen. So, das ist auf jeden Fall unser Team. Juan, Henrichs, Christensen, Riedewald, Durm, Dahoud, Rode, Castro, Mohr, Pulisic und Correa. So werden sie spielen. Und ich hoffe mal, das reicht für Hannover 96, die aktuell auf dem 9. Platz der Tabelle sind. Tja, da bin ich mal gespannt, wie wir denn gegen Hannover so spielen werden. Ich würde sagen, ich werde nicht weiter lange labern. Wir gehen jetzt einfach ins Spiel, ins Heimspiel. Dortmund gegen Hannover. Herzlich willkommen in Dortmund im Westfalenstadion zum DFB-Pokalspiel Borussia Dortmund gegen Hannover 96. Wer kommt in die nächste Runde, ist die große Frage hier dieses Spiels. Wird es der BVB sein oder wird es tatsächlich Hannover 96 sein? Ja, der BVB. Der BVB ist im Moment ja, fängt sich langsam wieder, hat zuletzt eigentlich ganz ordentlich gespielt, hat sich nur ja, selber seiner Siege beraubt und seiner Tore beraubt. Die Toreffizienz, ja, die ist noch nicht so gut, wie man es eigentlich erwartet hat. Und Hannover 96 ist in der Tabelle auf dem 9. Platz in der Bundesliga. Eigentlich keine schlechte Leistung für einen Fast-Neuling in der Bundesliga. Nach dem Wiederaufstieg in der Saison 2. Hier ist erstmal unser Team mit Timoan im Tor, mit Henrichs, Christensen, Riedewald, Durm, Dahoud, Rode, Castro, Pulisic, Mohr und Angel Correa im Sturm. Ja, mal gucken, ob Angel Correa sich beweisen kann im Sturm als Nummer 1 Wahl in der Stammelf. Wir hoffen es mal, wir hoffen es mal. Hier sehen wir Hannover 96 mit Fernandes im Tor, mit Albonos, Hoffmann, Hübner, Traoré, Torres, Bigiers, Bacalhau und so weiter und so fort. Ja, mal gucken, wie es wird, wie Hannover 96 gegen uns spielen wird. Wir machen den Kreis und hoffen mal auf das Beste, auf ein gutes Spiel, auf ein kampfreiches, ein kampfbetontes Spiel, aber auch ein technisch sauberes Spiel. Das ist das, was ich mir eigentlich wünschen werde. Ein spannendes Spiel. So soll es auf jeden Fall sein. Mit dem besseren Ende hoffentlich für unsere Elf, für Borussia Dortmund. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Aber ich denke mal, beide Mannschaften sind heiß wie Frittenfett und wollen definitiv gewinnen. Wer will nicht in die nächste Runde vom DFB-Pokal? Also ich kenne keine Mannschaft, die absichtlich Spiele verschenkt, um nicht in die nächste Runde zu kommen. Außer ja, der erste FC Köln gegen den Hamburger SV dieses Jahr. Das war ein verschenktes Spiel, definitiv. So, jetzt kann vielleicht der Konter kommen. Über Mohr, sehr schön auf Rode. Der ist nicht der Schnellste und der braucht ewig lange, um den Ball anzunehmen. Oh, ist das ärgerlich. Aber er holt zumindest seinen Freistoß raus. So würde ich es mal deuten, ja. Und das ist ein Freistoß, der kann eng werden. Der kann richtig eng werden. Ich bin gespannt. Gonzalo Castro. Und, oh, enger Ball. Eng am Tor vorbei. Ein bisschen weiter nach links. Knapp weiter nach links. Ja, hier, von hier sieht es doch nicht so gefährlich aus, wie ich es erst gesehen habe. Ja, aber trotzdem, ein bisschen weiter nach links und dann wäre das Ding an die Latte gegangen. Sehr schön. Okay. Zades. Schöner Ball. Aber Henrichs passt gut auf. Also Henrichs macht bisher eine gute Partie. Ist komplett hellwach. Passt immer auf. Oh. Pulisic holt sich aber den Ball wieder. So. Imre Mohr. Und guter Ball auf Rode. Das ist da die nächste Chance für Sebastian Rode. Ja, ein Torjäger wird er dieses Jahr nicht mehr. Oder in diesem Leben wahrscheinlich noch nicht mal mehr. Ah, das hätte eigentlich das Tor sein müssen. Sebastian Rode, Riesenchance. Wieder mal für ihn und wieder mal für den BVB. Also so langsam ist es ärgerlich. Wenn dann Gündogan gestanden hätte, wäre das Ding drin gewesen. Das kann ich euch versprechen. Zades. Und das war ein starkes Ding. Und Harnik macht das 1:0. Wie ärgerlich ist das denn?
Wir haben die großen Chancen und Hannover 96 macht die Tore. Erst hält Horn hervorragend. Es ist erstmal die Frage, warum kann er da so alleine stehen bleiben? Unglaublich. Ja, da hat Turm nicht aufgepasst. Und er macht das Ding. Also die erste Chance war grandios gehalten von Timo Horn. Das nächste Ding war drin. Hanik mit dem 1:0 für Hannover 96. Und es ist mal wieder so, dass wir ein Gegentor kassieren. Und es ist mal wieder so, dass wir 1:0 zurückliegen. Also das ist irgendwie das, was wir in diesem Jahr fast in jedem Spiel sehen können. Wir liegen zurück und wir müssen ein Spiel aufholen. Mohr, sehr schön. Auf Daoud und er macht das Ding. 1:1. Direkter Gegenzug von Borussia Dortmund. Und das direkte Tor. Also besser kann es gar nicht laufen. Mohr mit der Vorlage. Daoud, der neue Dortmunder, macht das 1:1. Auch unhaltbar für den Keeper von Hannover 96. Das kann man, glaube ich, ganz klar so sagen. Also, so kann es laufen, so kann es gehen. 16. Minute Hanik mit dem 1:0 und 19. Minute Daoud. Jetzt ist alles wieder ausgeglichen und wir sind im Spiel drin. Also wenn wir weiter so spielen, dann wird's was. Wenn nicht gerade Rode irgendwie vorm Kasten ist. Zades, der macht bisher eine auffällige Partie. Aber auch Castro, bisher gut. 91% zu 93% Passquote. Ja, das sieht nach einem technisch sehr sauberen Spiel auf. Also besonders Zades gefällt mir hervorragend. Guter Mann im Dress von Hannover 96. Schön gemacht von Klaus. Klaus mit der Flanke und Christensen klärt. Und wieder Borussia Dortmund. Also das ist gerade ein starkes Spiel von Borussia Dortmund eigentlich. Mohr kann sich jetzt vielleicht mal per Dribbling durchsetzen. Und wieder bleibt er an Hoffmann hängen. Mohr und Hoffmann, das ist heute, glaube ich, das große Duell. Wahnsinn. Ja, gleich ist die erste Hälfte vorbei. Wir haben 45 Minuten gespielt, sind gerade schon in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Und Dortmund macht ein klasse Spiel. Dortmund macht ein gutes Spiel. Hat viele Chancen, hat viele Möglichkeiten, hier die Tore zu erzielen. Wir nutzen nur die Möglichkeiten nicht. Besonders Mohr. Durch seine Dribblings ist Dortmund brandgefährlich, aber er bleibt im Moment noch sehr, sehr häufig an Hoffmann hängen. Das muss sich auf jeden Fall in der nächsten Zeit ändern, aber ich denke mal, das wird auch so sein. Wir können jetzt erstmal glücklich sein, dass wir das 1:1 direkt gemacht haben. Und wenn wir so weiterspielen, dann kommen zwangsläufig die Tore. Das kann ich versprechen. Ivar Fossum kommt anscheinend jetzt rein. Mal gucken, was der Junge so bringen wird für Hannover 96. Wir hoffen natürlich, ja, dass er nichts bringen wird. So, Flanke. Oh, Zades. Also es ist stark, was dieser Zades macht. Und jetzt können wir kontern. Über Mohr. Über Pulisic. Der kriegt den Ball. Der kriegt den Ball. Ich hoffe mal, der macht auch was draus. Pulisic. Schöner Ball auf Mohr. Was ist das denn für ein Schuss gewesen? Also sowas kennt man von Mohr nicht. Trifft den Ball nicht richtig und dann ist es fast eine Vorlage. Das ist ja ärgerlich. Also das war super stark von Mohr und Pulisic gespielt. Der Ball auch rüber auf Mohr, der sich komplett freigelaufen hat. Und dann trifft er den Ball komplett unsauber. Oh, das war stark. Correa, gut dabei. Auf Pulisic. Der kann sich nicht durchsetzen gegen Hanik anscheinend. Und Hanik macht fast das Eigentor. Das wäre richtig gefährlich gewesen. Quirlig im Angriff, Martin Hanik. Ja, quirlig im Angriff war er auch auf das Tor von Hannover. Also das war gerade nicht so gut. Pulisic jetzt mit der Ecke, das war nix. Aber weiterhin Dortmund am Ball. Oh, Meier, sehr stark gemacht. Weitergelegt. Correa verliert den Ball. Also Correa gefällt mir heute wieder nicht. Und Christensen klärt den Ball. Aber das darfst du eigentlich nicht. Das, ja, es ist ein Foul gewesen. Gelbe Karte definitiv. Aber mehr ist es definitiv nicht. Mehr ist es definitiv nicht. Er gibt Rot! What? Christensen kriegt Rot. Also ich weiß nicht. Also hätte ich jetzt nicht... Also er trifft den Ball. Er trifft den Ball und danach den Gegner. Also ich würde nicht sagen, dass es irgendwie eine Notbremse war oder so. Ich würde auch nicht sagen, dass es ein brutales Foul war. Es war einfach ein Foul. Ja. Aber dafür Rot zu geben, finde ich ein bisschen frech. Ja, ich würde mal sagen, dass wir Rode jetzt rausnehmen. Tja, wir nehmen mal rein. Ich habe keine Ahnung.
Pisscheck nehmen wir rein, müssen wir ja. Ja, ich weiß nicht, was wir machen sollen jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin. LVRV. LVRV. Ja, müssen wir so spielen. Das ist halt einfach so. So, ansonsten gucken wir mal, was wir sonst noch so machen können. Ja, die anderen können wir jetzt eigentlich noch spielen lassen. Tja. Jetzt mit 10 Mann gegen Hannover. Das könnte auf jeden Fall eine ganz, ganz enge Geschichte werden. Da müssen wir aufpassen. Da müssen wir richtig, richtig aufpassen. Oh, gut geklärt. Piszczek, das war stark. Haut den Ball erstmal weg. Ja, jetzt könnte auf jeden Fall die Drangphase von Hannover 96 kommen. Also ich weiß nicht. Also ich glaube, das war eine Fehlentscheidung, da rot zu geben. Es war sehr pingelig. Und ich habe es mir schon gedacht, wie der Schiedsrichter da hingeht, dass er dann rot geben möchte. Oh, Dahoud. Sehr stark gemacht. Ah, ja, wir kommen hier auch nicht durch. Also es ist ganz, ganz eng bei Hannover 96. Die verteidigen sehr eng da hinten. Sehr kompakt. Oh, das war ein starker Ball auf Zardes. Zardes, Zardes, Zardes. Horn, sehr stark. Das war wichtig. Das war wichtig, dass er den Ball gehalten hat. Ist das ärgerlich? Das wäre ja super ärgerlich, wenn wir hier das Spiel verlieren sollten, weil hier die Schiedsrichterentscheidung für mich zumindest in meinen Augen falsch ist. Also ich glaube nicht, dass das eine rote Karte war. Ganz ehrlich, das war für mich keine rote Karte. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das war für mich gar keine. Und Zardes nimmt den Ball an, anstatt ihn zu köpfen. Das war schwach. Das ist natürlich dann klassisch für Horn. Also jetzt macht Hannover 96 Druck. Hannover 96 macht richtig Druck. Wir kommen hier nicht mehr hinterher. Man merkt, dass sie wollen. Jetzt vor allem, wenn wir nur noch zu 10 sind. Und Henrichs. Schön geklärt. So, jetzt kann vielleicht mal der Konter kommen über Henrichs. Und Mohr kämpft und kämpft. Das war gut gespielt. Mohr, sehr schöner Ball auf Christian Pulisic. Der macht das Ding. Pulisic mit dem 2-1 in der 88. Minute. Das war ein wichtiger Treffer. Ausgehend natürlich von Mohr, der sich durchsetzt hier gegen seinen Gegenspieler. Und seht euch das an. 5 Mann, die auf Pulisic drängen. Und er setzt sich dennoch durch. Und entscheidend setzt er sich gegen den Torwart durch. 2-1 für unseren BVB. Ein wichtiges Ding. Ein wichtiger, 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 wichtiger Treffer. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt mit 10 Mann so verteidigen, dass wir es schaffen. Gegen Hannover 96. Das wäre ein wichtiger Sieg für uns. Das wäre ein wichtiger Sieg für die Moral. Ich meine, wir haben so viel Scheiße erlebt in dieser Saison bisher. Schlechte Spiele, gute Spiele. So Lala-Spiele, die wir dann verloren haben, oder so Lala-Spiele, die wir dann unglücklich gewonnen haben. Also für den Gegner unglücklich. Horn! Zardes! Nächster Versuch von Zardes. Und wieder Timo Horn. Also jetzt ist er wieder der Alte. Jetzt ist er wieder der Alte. Jetzt hält er alles. Und sowas muss man nicht halten. Der Hannover Keeper ist jetzt auch vorne beim Eckball, beim letzten Eckball wahrscheinlich. Oh, Zardes klärt erstmal. Und Riedewald. Oh, gut geklärt von Hannover, sonst wäre es gefährlich gewesen. Aber es ist auch zu spät. Hannover 96 verliert dieses Spiel gegen Borussia Dortmund. Wir gewinnen 2-1. Besonders natürlich auch durch eine großartige Leistung von Timo Horn. Ja, trotz der roten Karte für Christensen haben wir dieses Spiel überlebt. Es ist einfach so. Wir müssen es so nennen. Wir haben es überlebt. Und dank des Tors von Christian Pulisic. Besonders wichtig war auch natürlich ja, das Tor von Dahoud. Nach der Führung von Hannover 96, 3 Minuten danach, macht Dahoud das 1-1. Und dann in der fast Nachspielzeit des ganzen Spiels macht Pulisic das 2-1, als wir schon zu 10 waren. Also das war ein wichtiger Sieg für uns, wichtiger Sieg für die Moral, wichtiger Sieg generell für Dortmund. Also das war richtig, richtig stark von uns. Und wir gucken mal die anderen Sachen an. Gladbach gewinnt gegen Bremen, Frankfurt gewinnt 5-0 gegen Nürnberg. Die anderen laufen noch. Ja, da können wir mal gucken hinterher, was denn so gelaufen ist. Aber jetzt erstmal, puh,
Schweiß abwischen und nach vorne sehen. Wir spielen als nächstes gegen den ersten FC Köln. Das könnte auf jeden Fall auch eine interessante Partie sein. So, ihr Spieler Andreas Christensen wird für ein Spiel gesperrt. Ja, dachte ich mir. Und meine Rolle im Verein, ja, Carrasco ist ein bisschen unzufrieden. Dembele spielt im Moment sehr, sehr viel. Da kann ich nachvollziehen, dass er da ein bisschen unzufrieden ist. Aber auch er wird wieder spielen. Da bin ich zuversichtlich wahrscheinlich schon wieder gegen den ersten FC Köln. Da werden wir vielleicht ihn auf die linke Seite packen und Pulisic mal auswechseln. Müssen wir mal schauen, wie wir es am besten machen. Oder Reus kommt raus. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Turnierpreisgeld haben wir gekriegt. Sehr schön. Geänderter Spieltermin auch schön. Monatlicher Jugendbericht, ja, passt schon. Und Frist für die Benennung des Nationalteamkaders ist 9. November. Also in einer Woche haben wir die nächste Frist. Angel Correa ist unzufrieden und Lukas Piszczek ist unzufrieden. Ja, ja, Schnoze. Wir kriegen das alles schon hin. Dembele will Dortmund nicht schnellstmöglich verlassen, habe ich da gerade gesehen. Schauen wir mal ganz kurz. Eilmeldung. Berater Dembele will Dortmund nicht schnellstmöglich verlassen. Also bla bla bla. Unter Heimweh. Okay, der Zeitpunkt ist nicht gekommen. Also Dembele scheint sich wieder zu beruhigen so langsam. Finde ich gut. Also, wir gucken mal ganz kurz auf die Tabelle. Der erste FC Köln ist auf dem 7. Platz. Wir sind auf dem 5. Platz. So langsam kriegen wir wieder Anschluss an die Spitzengruppe. Die Spitzengruppe lautet Bayern, Wolfsburg, Schalke und Gladbach. Bayern 04 Leverkusen ist hinter uns. Köln ist hinter uns. Tja, gibt's große Überraschung. RB Leipzig, würde ich sagen, ist eine große Überraschung auf dem 18. Ansonsten geht das, glaube ich, von der Tabelle vollkommen in Ordnung. Die nach oben gehören, sind oben. Ja, da muss man halt unter den ersten, sagen wir mal 6, muss man ein bisschen würfeln, Wolfsburg vielleicht noch raus und dafür eine Überraschungsmannschaft wie Köln oder Hertha oder sonst was rein. Ansonsten passt das schon. So, und ich würde sagen, damit ist auf jeden Fall diese Folge beendet. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da und wir sehen uns dann in der nächsten Folge gegen den ersten FC Köln. Das wird ein sehr, sehr emotionales Spiel, da bin ich mir ganz sicher. Also, macht es gut. Und ciao. Clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh, oh, just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh. Fuck all that shit, just let me go.